Gibt's da hinten irgendwas? Mal gucken wir mal. Ist alles hier so ein bisschen benebelt gerade. Ah, da haben wir eine Truhe. Cool. Ah, nur Geld drin. Ich weiß nicht, Geld ist in dem Spiel irgendwie ein bisschen überbewertet. Haben wir bis jetzt noch gar nicht gebraucht, außer um unser Haus zu kaufen. Da geht's auf jeden Fall weiter. Wie man auch auf der Karte sieht. Aber gucken wir erstmal hier den Raum weiter an. Was haben wir denn da hinten noch? Da geht's nochmal weiter. Das sieht mir eher so nach Spinnen aus da hinten. Okay, hier haben wir noch ein paar Wulstlinge. Oh, ein Lagerfeuer. Hübsch. Da. Glaube ich nichts mehr. Ne, hier ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Richtung Spinnen. Wenn ich richtig liege. Ende? Ist das eine Sackgasse oder was ist das hier? Was liegt denn da? Aha, Skiver. Zertrennt. Ach Gott. Kennen wir die Eier nicht? Das sind doch diese Chaurus-Eier. Aber wo sind hier die Chaurusse? Ach, da ist er. Guck mal. Und jetzt würde ich mal sagen, packen wir mal wieder den Feuerblitz raus. Das sehe ich aber auch so, mein Kollege. Ah, das wiegt zu viel, das lassen wir lieber liegen. Mein Dremora. Dann wollen wir noch den letzten Gang abgehen. Gucken, wo wir da lang kommen. Weil ich würde auch gerne wissen, wie wir hinten zum Gitter kommen. Weil auf der anderen Seite war ja noch so ein Gitter. Und was liegt da auf dem Boden? Ach, ein Bandit. Ah, können wir direkt mal ein paar Sachen einpacken. Oh, und ein Seelenstein. Cool. Ah, das Schwert brauchen wir jetzt nicht so. Eine Truhe. Geld. Granatstein. Heiltrank. Optimal. Und da sind wieder diese Eier. Gucken, ob sich hier wieder so ein Chaurus irgendwo versteckt hält. Ich habe den nämlich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Kam auf einmal. Was haben wir hier? Noch mehr Chaurusse? Eine sehr komische Höhle. Banditen, Chaurusse, dann irgendwie diese Falmer. Alles auf engstem Raume. Da haben wir noch ein paar Pfeile. Ein bisschen Geld. Ah, jetzt habe ich ihn gerade gesehen. Dann laufe ich da noch drüber. Ja, bewegt mich ruhig nicht. Besser für uns. Und noch ein Schuss. Zack. Seele kriegen wir auch wieder. Speichern und weiter geht's. Durch die Höhle hier. Ah, da ist eine Falle. Die habe ich aber gesehen. Zack. Oha. Guck mal, die Krallen ins Gesicht rein. Eine sehr tödliche Falle im normalen Leben. Allerdings, ich glaube, bevor man die Dinger ins Gesicht reingeschlagen bekommt, wäre man durch das Fallen vom Stolperdraht schon längst auf dem Boden gewesen und der Falle so ausgewichen. Nur eine Vermutung. Oh, was höre ich denn da? Schimpfwörter? Ach, da oben kämpfen welche. Zack. Den haben wir. Was ist mit dir, du dämlicher Chaurus? Komm her. Haha, daneben. Oh, da kommt aber angesprungen. Boah, bitte? Ein Schlag und ich bin tot? Jetzt geht das hier wieder los. Ich hasse die Viecher. Das heißt jetzt nochmal dahin.
Ah, Stolperdraht nicht vergessen. Kriegen wir die Falle wirklich ins Gesicht. Und nochmal eben speichern, damit wir nicht immer wieder den Weg gehen müssen. Oh scheiße, jetzt haben sie uns entdeckt. Aber nur zum Teil. So, vielleicht jetzt von hier unten nochmal drauf schießen. War jetzt immer wieder versteckt. Na komm, Chaurus. So, jetzt packen wir direkt den Feuerblitz raus. Beziehungsweise wir nehmen mal eine Feuerrute und setzen die mal davor. Dann kann er schön drüber laufen. Okay, hat jetzt nicht wirklich Schaden gemacht, wenn ich ehrlich bin. Wow. Okay, ich sollte vielleicht mal zielen lernen. Ich hole mal eben wieder unseren Kollegen, der kann uns hier bestimmt gut helfen. Wo ist er denn? Schild und da ist es. So, dann kämpf mal, Kollege. Wenn du Schwäche riechst, dann mach ihn mal fertig. Wir schnappen uns derweil den Bogen. Zack. So, jetzt kämpf noch eben gegen den Chaurus. Dann brauchen wir das nicht machen. Was ist das denn? Dwärmerhebel. Okay. Wofür auch immer das zu gebrauchen ist. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Folgen wir mal unserem Kollegen. Na, der hat ja nicht mehr viel. Oh, da ist er weg. Bleib weg. Hä, warum kann ich ihn da nicht treffen? Was ist das denn jetzt hier? Lol, jetzt treffen wir nicht und dann haben wir getroffen. Ja, sehr komisch hier gerade. So, zack, kaputt. Hier scheint auch keiner mehr zu sein. Dann können wir hier in Ruhe plündern. Ja gut, das lassen wir wieder liegen. Was haben wir da hinten noch? Da ist nichts bei, es sind nur beschädigte Bücher, da ist auch nichts mehr. Da hinten. Haben wir hier noch irgendwas? Das Steinhuscherei, die nehmen wir mal mit, das sind bestimmt alchemistische Zutaten. Hä? Wo ist der Teller jetzt hin? Hey, wo sind meine Eier? Naja. Gucken wir mal, was wir sonst hier noch so finden. Gestohlene Schatten? Was ist das denn? Taschendiebstahl verbessern, cool. Ja, und dann gucken wir mal, was wir sonst hier noch so finden und ob wir hier wieder rauskommen, weil es sieht mal gar nicht mehr nach so viel aus, was wir hier noch haben. Was liegt denn da? Eisenhelm des geringen Beschwörens. Oh, den nehmen wir, glaube ich, mal mit. Der wiegt erstens nur 5 und zweitens wollte ich ja sowieso mal gucken, ob wir noch Beschwörungszauber finden. Können wir den bestimmt gut noch verwenden. Wir sind voll? Warum sind wir voll? Ach Gott, wir haben den ganzen Mist noch dabei. Oh Mann, was schmeißen wir denn dann jetzt raus? Waffen? Haben wir irgendwelche Waffen, die wir nicht brauchen? Naja, das sind alles Sachen, die wir mitnehmen und brauchen. Aber warum habe ich die Sachen nicht in die Truhe gelegt? Wie dämlich bin ich denn jetzt schon wieder gewesen? Ach Gott, und die Drachenknochen haben wir ja auch noch dabei. Kein Wunder, dass wir voll sind. Habitz-Überreste haben wir auch noch. Eine Schreibfeder, ja, die kann weg. Was haben wir denn hier noch? Seelensteine, Pelz. Oh, ist das ätzend. Wie kriegen wir denn jetzt noch ein bisschen Gewicht weg? Ja, alchemistische Sachen wollte ich jetzt eigentlich nicht verkaufen. Wegschmeißen. Verkaufen nämlich, verarbeiten wollte ich sie. Ja, wisst ihr was, dann schmeißen wir den Helm der Veränderung raus. Den brauchen wir nicht. Dann nehmen wir den der Beschwörung, weil da wollen wir ja eventuell, oh, ein Korundumbarren. Wollen wir eventuell noch Zauber für holen? Eine Laute? Ne, brauchen wir nicht. Ich bin hier laut genug.
So, was haben wir da? Nix mehr. Was liegt hier noch? Oh, ein Rubin. Den nehmen wir mit. Was war das denn hier für ein Buch? Die Wolfskönigin. Schlossknacken verbessert. Richtig cool. Was man nicht hier alles findet. Pelagius, der sagt mir auch was, wo ich das hier so gerade beim Durchblättern lese. Der gute Pelagius. Ich glaube, der war einer von denen, die im Krieg mit dabei waren. Das hatte ich in einer meiner letzten Read-Bücher drin gelesen. Der gute Pelagius. War, glaube ich, einer der Tiber-Septim-Reihe. Naja gut, dann wollen wir mal weiter. Ja, da lassen wir mal liegen. Hauptsache, wir kommen jetzt hier langsam raus. Zwar ohne jetzt noch großartig viel mitnehmen zu müssen. Aber irgendwie höre ich hier nur was. Ist das der Regen oder was ist das hier? Was ist das? Ah, ist wahrscheinlich der Regen von oben. Aber wie kommen wir jetzt durch die Tür? Haben wir hier irgendwo einen Schalter oder sowas? Ist hier was? Nee, scheint nichts zu sein. Und hier, ne, ist auch kaputt. Hier draußen vielleicht? Nö. Nee. Wie kommen wir denn da rein? Haben wir hier oben vielleicht irgendwas übersehen? Ah, da. Ich hab's schon gesehen. Und da ist sogar noch ein Seelenstein, den wir nicht mitgenommen hatten. Richtig cool. Nehmen wir auch direkt mit. Und dann können wir... Ach Gott, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Seht ihr? Da unten sind wir runtergegangen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Dann können wir nämlich hier oben auch den Fall mal noch plündern. Und dann... ups, jetzt habe ich den Bogen wieder mitgenommen. Den schmeiße ich direkt mal wieder raus. Aber dem seine Ohren nehmen wir mit. Das klingt auch cool. Dem seine Ohren nehmen wir mit. Nein, nicht anziehen. Wegtun. Geht doch. So. Ziehen wir den an. Müssen wir noch ein paar Seelen fangen können. Und dann müssen wir jetzt auch erstmal wieder zurück nach Weißlauf, um dann hier ein paar Sachen wieder zu verstauen. Gar nicht großartig verkaufen. Oder vielleicht doch mal gucken, ob wir was verkauft bekommen. Aber hauptsächlich verstauen, dass wir dann da endlich wieder Gewicht verlieren. Ja, dann würde ich mal sagen, reisen wir mal schnell nach Weißlauf. Und legen mal eben unsere Sachen weg. Ja, das steht auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Das ist super. Und dann mal eben nach Weißlauf.